Ja, man kann das ziemlich genau beziffern. Europa kostet uns ungefähr 25 Milliarden Euro und das jedes Jahr. Denn Deutschland zahlt ungefähr 35 Milliarden Euro in die EU ein, bekommt etwa 10 Milliarden Euro aus der EU zurück. Das bedeutet, 25 Milliarden Euro von Ihrem Steuergeld, was Sie hart erarbeitet haben, das versickert in irgendwelchen Kanälen in der EU, wandert in andere EU-Länder oder damit wird dann mal der Euro in Griechenland gerettet oder es werden irgendwelche anderen linksliberalen oder sozialen Projekte in irgendwelchen anderen Ländern finanziert. Aber das Geld kommt natürlich nicht hier bei Ihnen, die Sie das erarbeitet haben, hier in Deutschland wieder an. Und wenn Sie dann gucken bei uns in Deutschland, die Straßen werden nicht modernisiert, das Schienensystem ist marode, Kindergärten und Schulen vergammeln. Das kann natürlich nicht in unserem Sinne sein, dass unser deutsches Steuergeld in Europa in dunklen Kanälen versickert, sondern wir brauchen unser deutsches Steuergeld hier in Deutschland für unsere Aufgaben in Deutschland.